Und Vivien so mit Gewalt, mit viel Schwung und dem dritten Treffer. 11:2. Es gibt erstmal 7 Meter und gelbe Karte gegen Vivien Suhr. Und der 7 Meter erneut gehalten. Milder auf der Außenseite völlig frei und kann auch die Torhüterin Janet Hausmann mal eine Hand an den Ball bekommen. Abwehr, Abwehr, Abwehr. Das ist Abwurf. Schau zum Ball. Schau und sie weiß nicht genau, wo sie hinspielen soll. Jetzt hat sie eine Anspielmöglichkeit gefunden. Aber Schwerin verteidigt dann ziemlich gut. Wir werden so nach vorne gespielt. Und der Treffer. Freiwurf für Malchow. Fuß. Auch so entschieden vom Schiedsrichter. Und das Mund durchwechseln bei Grün-Weiß geht weiter. Und da scheitert Mill. Erneut an der Torhüterin. Faszinierend. Torhüterin mit Ball in der Hand, zählt ihre Schritte mit. Aber sie macht zumindest alles richtig. Ich meine, es waren nur 3. Spielt dann ab und Malchow jetzt vor dem Schweriner Tor. Mit der Möglichkeit wieder gehalten. Das Tor jetzt für Malchow. Das dritte von Aline Müller. Vivien Suhr scheitert da an Hausmann und wieder der schnelle Gegenzug und war gut gehalten. Aber Malchow bleibt im Ballbesitz und es gibt den Freiwurf. Wird schnell gespielt und übertreten würde ich sagen, es gibt 7 Meter.
für Grünwald-Schmarin. Vivien Dohr geht hin und verwandelt sicher zu ihrem vierten Treffer. 12:3. Und auch der Treffer für Malchow. Der vierte inzwischen. Und Vivien Sohr erneut mit dem Treffer. Ihr fünfter. 13:4. Schön abgelaufen, der Konter, das Tor von Alle Schiller. Und der Wurf von Lea. Schön gespielt und wieder für den Grün-Weiß, denn jetzt haben sie sogar noch eine Möglichkeit, aber der war in den Kreis getreten. Von Schallerteile. Es bleibt beim 15:4. Und jetzt gibt's Gelb gegen Grün-Weiß-Schmarin. Und gleich nochmal, gleiche Aktion nochmal. Und wenn ich hören will, muss fühlen. 2 Minuten gegen Grün-Weiß-Schmarin. Aber in der E-Jugend darf man wieder auffüllen. Und das passiert in diesem Moment. Schrittfehler. Gelungen und jetzt die 1 gegen 1 Situation. Sehr Ermutigung hier auf Schweriner Seite, auch wenn der Ball nicht dran war. Das war gut, das war richtig und das musst du wieder versuchen. Wieder mit Tempo, mal ein schlechter Pass und jetzt müssen neu anlaufen. Anna, mal von hinten. Und hat sich schön durchgesetzt, Anna Schiller. 16:4. Ja,
Und jetzt gibt es 7 Meter und jetzt gibt es ebenfalls gelbe Karte auf Malchower Seite. Der 7 Meter landet am Pfosten und jetzt gibt es ein wenig Konfusion mit dem Kampfgericht. So, jetzt die Konfusion gelöst. Jetzt nochmal das Tor für Grün-Weiß Schwerin durch schnelle Teile. Kleine Schreibfehler auf dem Protokoll, das hat sich erledigt. 17:4 und damit gehen wir in die Halbzeit und der Treffer zählt nicht mehr, denn er fehlt viel danach. Werde ich eines Besseren belehrt. Der zählt noch vorher abgeworfen.